Das vielleicht krasseste Lagerfeuer aller Zeiten. Okay, ciao. Nein, 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 nein. Ja, warte, noch einmal. Nein. Auch bei Tommy und Sandra ist wahrscheinlich alles vorbei. Und Aleks bereut plötzlich alles. Ich wünsche mir, ich könnte es rückgängig machen. All das und noch einiges mehr gibt's in einer brandneuen Folge von Temptation Island 2022. Und weil das meiner Meinung nach die bisher spannendste in dieser Staffel war, werde ich sie natürlich wieder kommentieren, parodieren und analysieren. Wie immer gilt, die ganzen Folgen gibt es natürlich auf RTL+, das ist immer einer der ersten Links in der Videobeschreibung. Und in der letzten Folge, die du hoffentlich gesehen hast, gab es ja einen großen Aufreger, denn Aleks und seine Vanessa haben zusammen ein wirklich fürchterlich schreckliches Gedicht vorgelesen. Und nachdem das jetzt ein kleines bisschen zurückliegt, fällt Aleks auch auf, dass das eventuell eine Scheißidee war. Ich mache mir sehr große Gedanken gerade und habe eine große Bitte an euch, dass ihr bitte diese Bilder, die gerade passiert sind, der Christina erst zeigt, wenn ich neben ihr bin und sie quasi dann direkt auch abfangen kann, weil ich weiß, ansonsten wird sie unter einem Nervenzusammenbruch erleiden. Das möchte ich ihr nicht antun. Du, Aleks, weißt du, das Einzige, was du dann, glaube ich, vielleicht noch abfangen kannst, ist vermutlich das Messer, das Christina dir völlig zu Recht in den Bauch rammen wird. Nein, aber jetzt mal im Ernst, Aleks scheint tatsächlich irgendwie was zu bereuen. Ist ja cool, kommt nur irgendwie 19 Folgen zu spät. Ich versetze mich gerade in Christinas Lage und es tut weh, ja. Ich möchte nicht, dass sie das sieht, ohne dass ich dabei bin. Das ist meine Bitte an euch. Ob RTL diese Bitte erfüllt, das müssen wir mal gucken, denn es gibt heute tatsächlich schon ein Lagerfeuer. Wer allerdings definitiv weiterhin auf Aleks Seite ist, das ist Vanessa. Obwohl Aleks ja durch sein Bereuen sich streng genommen auch wieder von ihr ein bisschen entfernt hat. Das stört sie aber irgendwie nicht. Ich glaube, die ist wirklich verliebt. Und eigentlich ist das traurig. Ich habe für alles so viel Verständnis, dass ich mir selber sogar ein bisschen auch leid tue. Aber so spielt das Leben. Du bist der Letzte, der sich für was entschuldigen muss. Du hast meinen höchsten Respekt sowieso die ganze Zeit schon. Ich glaube ehrlich gesagt, dass Aleks der Erste ist, der sich für Sachen entschuldigen muss. Und der Zweite und der Dritte und der Vierte und immer so weiter. Und glücklicherweise sehen die anderen vergebenen Männer das auch so. Finde ich ehrlich gesagt mal ganz positiv, dass die Aleks jetzt nicht noch... Meine Frage war, ob es Betrug ist. Ja. Ja. Ist es Betrug? Ja. Stimmt. Und am nächsten Morgen bringt unser Lieblingsopa Aurelio das dann auch nochmal zum Ausdruck. Und auch wenn der ehrlich gesagt in dieser Staffel wirklich überhaupt nichts tut, außer den ganzen Tag dumm auf dem Sofa rumzuliegen, mit den folgenden Worten hat er dann durchaus mal recht. Weißt du, Mann zu sein heißt jemanden, den man gern hat, für den man mal Gefühle gehegt hat oder für den man Gefühle immer noch hegt, diesen Menschen nicht weh zu tun. Deswegen hat Aurelio auch eine große Bitte an Aleks. Und ich hoffe auch sehr, dass Aleks das in dieser Staffel irgendwann noch mal hinbekommt. Er muss jetzt Responsabilität, wie heißt das? Er muss jetzt Verantwortung übernehmen. Ja. Dafür. Erstmal entscheidet sich Aleks allerdings, statt Verantwortung zu übernehmen, sich erstmal ein bisschen in der Opferrolle zu suhlen. Und das muss man ihm ja lassen, das kann er irgendwie. Macht ihn aber leider auch nicht so. Ich wünsche mir, ich könnte es rückgängig machen. Toll, da wird sich Verführerin Vanessa ja sehr freuen, dass er das mit ihr irgendwie dann doch bereut. Und dann schüttet er ausgerechnet ihr auch noch sein Herz aus und erklärt ihr, warum Christina ja eigentlich doch ein ganz toller Mensch ist. Oh Gott, Aleks, ehrlich gesagt, mir fehlen echt die Worte. Was machst denn du da? Dir so ein reines Herz, das es mich hält. Aber das sehen viele nicht. Und diese große Klappe, das ist alles nur Fassade, das ist, um Leute auf Abstand zu halten. Immerhin gibt es dann aber ein kleines bisschen Selbsterkenntnis und vielleicht ist das ja dann der erste Schritt zur Besserung. Wenn es einer sein sollte, dann ist er allerdings leider immer noch nur 0,0004 mm groß. Ich habe mich an meinen Teil der Abmachung nicht gehalten. Ich hab's verkackt. Dann war es aber endlich soweit und ich habe mich schon so die ganze Zeit drauf gefreut, denn es gab es wieder das wunderschönste Geräusch im deutschen Fernsehen, nämlich natürlich Temptation! Alter, ich wusste es! Und Lola hat sich dann übrigens nicht nur bei den Frauen, sondern auch in der Männervilla gemeldet und bei beiden im Wesentlichen das Gleiche verkündet. Und das hat auf jeden Fall für einiges an Angst gesorgt. Und ich werde euch Bilder zeigen, mit denen ihr definitiv nicht gerechnet habt. Seid gespannt. Oh ja, und ich kann es auch kaum erwarten. Die Kandidaten allerdings, glaube ich, hätten es gerne noch ein bisschen rausgeschoben. Ich glaube, gerade Christina hatte da schon eine sehr dunkle und sehr passende Ahnung. Mir ist kotzübel, ich weiß nicht, mein Gefühl sagt nichts Gutes. Aber auch Aleks hat sich natürlich große Gedanken gemacht, während seine Lippen ein bisschen so aussahen wie eine explodierte Cabanossi-Wurst. Ich bin bereit, neue Bilder zu sehen. Das Schlimmste, was passieren könnte, ist heute keine Bilder zu sehen. Fairerweise muss man aber sagen, dass natürlich nicht nur Aleks und Christina im Rampenlicht stehen, denn auch die Beziehung von Sandra und Tommy ist ja schon ein bisschen auf der Kippe. Deswegen hatte Tommy einen großen Wunsch, der ihm natürlich nicht erfüllt werden wird. Ich will einfach süße, positive Bilder, dass sie nett über mich redet, dass sie sagt, dass sie mich vermisst, dass sie mich liebt und dass sie hofft, dass wir uns bald wiedersehen. Ja, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, ob das genau das sein wird, was du zu sehen bekommst, Tommy, aber wie auch immer, es gibt ja noch ein drittes interessantes Paar, nämlich Gigi und Michelle, und letztere war dann auch die erste, die Bilder von Gigi bekommen hat, und die haben sie dann gleich an den Rand eines Nervenzusammenbruchs geführt. Okay, ciao. Nein. Warte, noch einmal. Nein. Puh, ja, und diesen Kuss, den habe ich euch ja auch gezeigt, aber leider weiß man ja aufgrund der Kameraeinstellung nicht so richtig, was da jetzt exakt passiert ist. Genau die gleiche Frage, die wir uns damals gestellt haben, hatte Michelle natürlich auch im Kopf. Was war das für ein Kuss? War das ein Kuss auf die Wange? War das ein Kuss auf den Mund? Warum hält er dabei meine Foto und meinen Bären in der Hand? Das ist so ekelhaft. Okay, und ich glaube, gerade weil Gigi da den Brief und den Teddy hält, kann man sich relativ sicher sein, dass das nur ein Kuss auf die Wange war. Ist jetzt natürlich auch nicht so toll, allerdings reagiert Michelle darauf dann sehr, sehr heftig. Aber fairerweise muss man natürlich auch sagen, sie weiß natürlich nicht, wohin geküsst wurde. Und das nimmt sie Gigi ziemlich übel. Das ist der ekelhafte Mensch, den ich in meinem Leben getroffen habe, und fertig. Aber vielleicht hat er noch was dazu gesagt, du weißt es doch nicht. Ja, aber wenn es in eine Situation kommt, wenn die so auf ihn drauf springt, dann hat es ihn wegzuschubsen. Was ist das für eine ekelhafte Scheiße? Ja, aber das kam ja zu gar nichts. Interessant irgendwie, dass Christina jetzt in gewissem Sinne nicht nur Gigi, sondern auch die Verführerin verteidigt, oder? Naja, wie auch immer. Michelle war auf jeden Fall immer noch ganz doll entsetzt. Und das muss man ja auch sagen, hassen kann die schon ziemlich gut. Mich im Fernsehen bloßzustellen, als seine Freundin, als seine Partnerin. Ob damit die Beziehung zwischen Michelle und Gigi jetzt endgültig am Ende ist, das wissen wir leider noch nicht. Und dann wurde sowieso erstmal zu den Männern geschaltet. Und da hat Lola gleich nochmal für richtig schlechte Stimmung gesorgt. Und die Bilder, die ihr heute zu sehen bekommt, die sind sehr schwer verdaulich. Ja, Lola, was sagst du da? Logischerweise, weil Michelle ja die ersten Bilder bei den Frauen bekommen hat, hat dann auch Gigi die ersten Bilder bei den Männern bekommen. Die waren jetzt eigentlich, wie ich fand, gar nicht so schlimm, denn das war nochmal die Stelle, wo die Verführer sich über ihn lustig gemacht haben. Uiuiuiui. Gigi, Feierabend, Gesellme. Gigi, Feierabend, Feierabend, Feierabend. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist richtig leid, Alter. Und wie gesagt, ich persönlich fand die Bilder jetzt gar nicht so schlimm, aber Gigi hat da wieder so ein Ding mit Ehrbeleidigung draus gemacht und dass ihn das hier ganz tief getroffen hat. Und irgendwie passenderweise, nachdem Michelle ja auch schon aufgestanden war beim Lagerfeuer, hat das ihr dann gleich mal gleich getan. Zieh mal eine Runde laufen. Oh mein Gott. Junge, Alter, wie peinlich, Mann. Alter, wie peinlich, Mann. Junge, was ist das, Alter? Ich hab's auch gesehen. Oh mein Gott. Und an der Stelle muss ich dann leider wieder sagen, war für mich so ein bisschen der alte Schauspiel-Gigi zurück, weil wie gesagt, die Bilder sind halt einfach nicht so schlimm. Vor allen Dingen jetzt hat Michelle ja eigentlich grundsätzlich gar nichts dabei gemacht. Und deswegen hat Gigi sich auch gleich mal auf den Verführer eingeschossen. Was ein Fisch in meinen Augen. Wirklich, Leute, es gibt Fische und Fische. Aber so einen Fisch habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Hallo. Dann war es aber soweit und für Gigi war nicht nur dieser sehr fischige Fisch ein großes Problem, sondern er hat dann auch noch ein bisschen über Michelle gesprochen und die hat seiner Meinung nach seine Ehre verletzt. Aber welche Ehre eigentlich, Gigi? Die hat mich entmannt, die hat mich als Lutscher dargestellt. Bei den Frauen war es ja dann vorhin so, dass Christina versucht hat, ein bisschen beschwichtigend zu wirken und vielleicht war das auch ganz gut Michelle gegenüber. Bei den Männern war es allerdings so, dass Aleks eher versucht hat, noch was Brennendes in die Wunde zu legen. Schön. Der schafft es immer wieder noch unsympathischer zu werden und so langsam überholt er wirklich irgendwann nochmal Mark minus Robin. Der übrigens unironisch in der nächsten Staffel von Prominent getrennt dabei sein wird. Na, das wird auch ein interessantes Format. Wenn du mit dir zusammenbleibst, dann bestätigst du das. Manchmal bin ich echt blind vor Liebe. Aber das Problem, ich will auch nicht mein Gesicht verlieren. Ihr habt auf jeden Fall vieles zu klären. Haben sie. Wer allerdings, glaube ich, noch viel mehr zu klären haben wird, das sind Alex und Christina. Und Christina war dann auch die Nächste, die Bilder bekam. Und das waren so ganz nebenbei noch eher die harmlosen. Nämlich erstmal, wie Vanessa bei Alex im Bettchen schläft. Das ist so eine ne? Das ist so eine. Und nachdem Christina dann natürlich mal wieder die ganzen Verführerinnen alle kräftig durchbeleidigt hat, hat sie sich ausnahmsweise endlich auch mal an Alex gewandt. Wurde ja langsam auch mal Zeit. Ich verstehe nicht, was das für ein Kindergarten soll. Warum schläft sie jetzt schon in seinem Bett? Warum schläft er auf dem Boden? Warum will er, dass sie bei ihm schläft? Das verstehe ich gerade nicht. Ansonsten, bin ich aber auch ehrlich, blieb Christina für Christina-Verhältnisse relativ ruhig, weil ich jetzt schon damit gerechnet hätte, dass sie den Bildschirm eintritt oder so. Aber ihre Botschaft an Alex, die war sehr drastisch. Wenn es seine Entscheidung sein sollte, mit der weiterzumachen, dann soll er sich verpissen, weil so ein brauche ich dann nicht. Hoffen wir, dass Christina den Absprung schafft. Aber auch Alex hat natürlich Bilder bekommen. Vorher wollte Lola von ihm aber mal wissen, wie er sich fühlt. Und wir wissen ja schon, Alex ist ein ganz, ganz großes Opfer. Momentan durchlebe ich die schwerste Zeit meines Lebens. Ich war noch nie in so einem Emotionschaos wie bisher. Ja gut, Alex, du bist aber auch zu 100% selbst dran schuld, oder? Naja. Wie auch immer. Wir erinnern uns, er hat ja vor dem Lagerfeuer gesagt, das Schlimmste für ihn wäre, wenn er keine Bilder bekommt. Und zum Glück hat RTL zugehört. Hat er nämlich verdient. Alex, du wirst heute keine Bilder von Christina sehen. Ja, habe ich ihm schon gedacht. Krass. Und danach wurde es auch keinesfalls besser, denn als nächstes ging es um Sandra und Tommy. Und letzterer wurde dann nochmal gefragt, was er sich für Bilder wünscht. Und wir wissen ja schon, wie hart er dabei dann enttäuscht werden wird. Sandra ist für mich meine erste Liebe und ich will, dass es meine letzte Liebe ist. Ich will positive Bilder und ich hoffe einfach auf das Beste. Positive Bilder von Sandra? Ich glaube, das wird ein kleines bisschen schwierig, aber die ersten waren immerhin noch relativ harmlos. Da bekommt Sandra nämlich nur eine wundervolle Handmassage. Den Finger nicht einen runterholen. Habe ich auch gemacht. Deswegen alles gut. Ich wollte Videos sehen, wo sie glücklich ist. Perfekt. Alles gut. Ganz ehrlich, habe ich gemacht. Ich muss ja dazu sagen, ich bin jetzt absolut kein Tommy-Fan. Ich fand es aber eigentlich ganz positiv, wie er die ganze Sache aufgenommen hat. Und er wirkte dann auch ein bisschen gelöst und so. Blöd nur, dass Lola für ihn relativ schlechte weitere Nachrichten hatte. Sandra lässt noch weitere Berührungen zu. Vor allem von einem ganz bestimmten Mann. Mann. Gerade vorbei. Und diese Bilder, dass Sandra da in Flockes Arm liegt, die waren dann auch für Tommy zu viel. Und ich glaube, damit ist dieses Lagerfeuer von Temptation Island dann das, was den Weltrekord im Menschen, die aufstehen, hält. Okay, man merkt schon, Tommy ist ziemlich wütend. Glücklicherweise hat RTL dann aber ein Kamerateam hinterhergeschickt, um mal zu gucken, was da jetzt ganz genau los ist. Und da war die Wut dann allerdings schon großer Verzweiflung gewichen. Was habe ich gemacht? Ich weiß nicht, was man tut. Irgendwann ist Tommy dann aber zurückgekommen und war wirklich am Ende. Aber dann hatte Aurelio als Mega-Opa nochmal seinen großen Auftritt. Und in gewissem Sinne kann ich natürlich verstehen, was er da sagt. Aber ich glaube, besonders hilfreich war das für Tommy in der Situation jetzt auch nicht. Ich muss sagen, dass wenn Lala sich so verhalten hätte, da gäbe es gar keine zwei Meinungen für mich. Das Spiel wäre sofort beendet. Okay, Aurelio, wie gesagt, ich kann das ganz gut verstehen, aber es ist, glaube ich, das Beste, wenn du jetzt nicht noch weiter drauf rumhackst, weil dann haben Tommy und Sandra vielleicht noch eine Chance und das wäre ja irgendwie schön, wenn die beiden das zumindest noch mal klären könnten. Also wäre es super, wenn du jetzt kurz mal die Klappe hältst, ja? Es gibt Dinge, die tut man einfach nicht, die macht man einfach nicht und man nutzt auch die Liebe eines jungen Mannes nicht aus. Er ist jetzt sehr jung, er liebt sie und übersieht dadurch seinen Stolz und alles, was ein Mann eigentlich prägen sollte, ganz egal, wie sehr er seine Frau liebt. So etwas darf kein Mensch mit einem anderen machen. Mann Aurelio, jetzt lass doch aber bitte erstmal Tommy zu Wort kommen, denn der hat Lola gegenüber noch gar nicht ausgedrückt, wie er sich jetzt fühlt. Aber um das schon mal deutlich zu sagen, es könnte auf jeden Fall besser sein. Sandra ist die erste Frau, die ich liebe. Und die erste Frau, die mich... die mir das Herz bricht. Und dann ist bei Tommy, glaube ich, irgendein Damm gebrochen oder so und er hat die ganze Zeit einfach nur noch hemmungslos geweint. Und an der Stelle muss ich ja wirklich mal was Positives zu Gigi loswerden. Denn quer durch alle Formate, wenn irgendjemand am Ende ist, dann ist er immerhin immer da zum Trösten. Mann, Mann, warum war sie das? Irgendwann hat Tommy dann seine Sprache immerhin wiedergefunden und hatte ein ganz großes Fragezeichen im Kopf. Denn das habe ich euch jetzt gar nicht so richtig mitzeigen können. Es ist aber so, dass Flocke auch noch in einem der Ausschnitte behauptet hat, es gäbe da etwas, was passiert sei. Und zwar im Van, als er mit Sandra, glaube ich, zum Date hin oder vom Date weggefahren ist. Und das würde Tommy natürlich sehr interessieren, ob das jetzt stimmt oder nicht. Aber ich weiß nicht genau, warum es RTL jetzt seit 15 Staffeln immer noch nicht geschafft hat, in dem Van permanent eine Kamera zu haben. Aber es war wohl auch diesmal wieder so. Kann man da rauskriegen, was da passiert ist? In die 10 Minuten da im Van, was der labert? Da war doch... Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht. Kann man den fragen, den Typ? Der muss sagen. Der muss sagen, wir müssen das doch wissen. Du wirst Sandra bald sehen, dann kannst du sie fragen. Ein paar Tage noch. Tommy. Puh, und darauf bin ich jetzt schon sehr, sehr gespannt. Erstmal war das Lagerfeuer dann übrigens vorbei und ich glaube auch ein bisschen die Beziehung zwischen Sandra und Tommy, oder? So will keiner eine Freundin haben. So will keiner einen Freund haben, der so ist, oder eine Freundin haben, die so ist. Ja, ehrlich sein. Okay, Tommy, aber ich habe jetzt noch nicht so ganz raushören können. Bedeutet das jetzt wirklich das Ende deiner Beziehung zu Sandra oder noch nicht so richtig? Allerdings, glaube ich, weiß Tommy das gerade auch noch nicht so recht. Das ist für mich eine ganz neue Sandra, eine Sandra, die ich auch, ich auch nicht lieben kann. Auch bei den Frauen war das Lagerfeuer dann zu Ende und dann ist man mit dem Van zurückgefahren, in dem dann ja übrigens doch immer Kameras sind. Warum kriegen die das sonst eigentlich nicht hin? Und Michelle hat natürlich immer noch dieser Kuss sehr beschäftigt. Das Problem ist, beim letzten Video habe ich nicht gesehen, was genau passiert ist. Ich habe nicht gesehen, wo dieser Kuss hingegangen ist, ob er auf den Mund gegangen ist, ob er auf die Wange gegangen ist. Während Michelle und auch Sandra und Lala eigentlich dann eher nachdenklich waren, war Christina wieder eher aggressiv und hat die ganze Zeit über Vanessa rumgelästert und wirklich die ganze Zeit auch wieder nur beleidigt. Ausgepackt. Christina, ganz ehrlich, reicht das denn nicht auch irgendwann mal? Egal, was ich sage über sie, das ist mein Recht. Nein, eigentlich ist das nicht dein Recht, denn du solltest dich eher an deinen Freund wenden in der ganzen Sache, weil das ist einfach die Aufgabe der Verführerin. Zum Glück hatte übrigens Sandra das auch nochmal ganz ähnlich formuliert. Und auch wenn sie selbst auch echt viel Scheiße baut, ihre Analysen sind immer ziemlich gut. Sie lenkt sich halt immer noch mit anderen Sachen ab und schiebt es wieder auf die Verführerin, anstatt einfach zu sehen, dass ihr Freund gerade da ziemlich viel Scheiße baut. Okay, und das war es dann leider wieder mit dieser richtig guten Folge von Temptation Island VIP 2022. Aber ich glaube, die nächste, die wird auch nochmal ein Hammer, denn da gibt es noch wesentlich krassere Bilder zu sehen. Wenn du das nicht verpassen willst, dann würde ich mich jetzt mega darüber freuen, wenn du kostenlos meinen Kanal abonnierst. Und wenn du noch ein Weihnachtsgeschenk suchst, kannst du sehr, sehr gerne mal in meinem Merch-Shop vorbeischauen. Da gibt es ganz tolle Kappen, da gibt es ganz tolle T-Shirts und Pullover. Und was meiner Meinung nach als Geschenk immer richtig gut ankommt, unter anderem auch noch wundervolle Kissenbezüge. Den Link packe ich dir ganz oben in die Videobeschreibung. Und da musst du jetzt eigentlich sowieso wieder draufklicken, ne? Denn sonst hält Aurelio bald auch eine Rede, um deine Beziehung zu beenden.